jung noch? Ja. Ja, da muss man sagen, ist auch übel. Alles gut. Kaffee fertig? Der Kaffee fertig? Gut, jetzt warte ich auf den Hausmeister. Jetzt ist es wieder runter. Okay. Wart ihr schon oben? Habt ihr Bescheid gesagt? Ja, ja. Nee, also. Siehst du, wie es rostet? Ja. Ich meine, ich habe ja keine Liste eigentlich. Ich bin Langeweile. Nee, ist richtig. Ja, was, und wenn ich mich nicht in der Ecke hätte, dann hätte ich hier nicht in der Nacht. Ich bin dann oben. Und die Nachbarn haben es auch, ja? Seit wie viel Uhr ist denn das? Seit wann ist denn das? Seit 2 Stunden? 3 Stunden? 4 Stunden? 2 Stunden arbeiten. Okay. Sonntag passiert das dabei. Sonntag? Ja. Heute ist Mittwoch. Gestern kommt eine Meister. Ja. Guck. Sagt mir morgen für heute. Auch, ne? Ganz so ist es. Hm? Okay, wir sind da, wir arbeiten dran. Hausmeister ist jetzt auch da, ja? Ja, zur Runde, zur Scheiße. Der Hausmeister. Okay, also die ganze Reihe ist verstopft. Die ganze Reihe? Ja, das wird das sein mit den Wurzeln. Ist der Kaffee fertig? Kalle, komm. Gurgelt er eh schon seit 2 Stunden. So, die Leitung läuft in der Tiefgarage unter den Rasen, bis da hinten hin. Mal kicken, hab einen Verdacht. So, jetzt lass mich überlegen. Ich glaube, hier irgendwo war der Hauskasten. Da an der Ecke. Irgendwas hier oben war. Ja, dann machen wir hier runter. Und hinter der Lüftungsgeschichte ist ein Raum. Und da, meine ich, kommt die 200er Leitung an oder so. Ey, neue Rohr, neue Tor. Ja. Ich bin auch schon besoffen. Ich finde, der kommt hier alle ein bisschen komisch vor. Ja? Okay. Da wollen wir rein. Achso, von hier geht aber kein Schlüssel. Jetzt hast du keinen Schlüssel, mach keine Sachen. Da hinten ist das Rohr. Dann muss ich jetzt doch nochmal hoch und muss den Schlüssel holen. Ich war hier schon mal vor 4 Jahren oder so. Das Haus, wo es überall gurgelt, ist in etwa so 50, 60 Meter entfernt. Und die Leitung läuft hier runter und geht dann raus zur Straße. Und dort war eine starke Wurzel. Und jetzt will ich erstmal gucken, ob da der noch Druckruf hat. Wenn nicht, dann lasse ich es erstmal hier ab. Mal weiter gucken. Keine Ahnung, wie es heute noch weitergeht. Wir haben es jetzt 21 Uhr, Notdienst. Also hier Feuchtigkeit. Oh. Okay. Also die Leitung ist verstopft. Hier tropft es auch raus. Ich bin gerade in der Tiefgarage. Bom, 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 bom. Hier ist auch ein RFL. Sagen, ist verstopft. Also meine Vermutung ist richtig.
stinkt schön. Machen wir jetzt hier mal zu. Jetzt warte ich auf Kalle. Das ist der Hausmeister. Der macht mir hinten ein Tor auf. Und da habe ich immer noch keinen Plan. Weil es ist ja ordentlich voll. Irgendwo hier war ein Deckel. Ich war das letzte Mal hier vor 5 Jahren oder 4 oder. Aber ganz ernsthaft. So ein Baum drauf. Oh, Glück gehabt. Ach man, also meine Demenz hält sich in Grenzen. Das ist gut. Das einzige Problem, was ich habe, da ist ein Hydrant und da steht jetzt ein Passat drauf, auf dem Bürgersteig. Warten wir mal kurz. Wenn ich die jetzt aufmache, bleibt die offen. Ach du Scheiße. Kalle, kannst du mal kurz kommen, leuchten? Wie nur diesen Deckel aufhaben. Oh Mann! Oh. Fuck, ist das tief. Wusste ich gar nicht mehr. Da sind die Hauskästen. Lampe? Ach, du ahnst es nicht. Läuft das da hoch raus oder nicht? Da ist Hochwasser. Halt mal. Welche Leitung wartet? Ich glaube, das ist die unten an der Stufe. Das geht nicht runter. So Kalle, jetzt kann ich es dir sagen. Was kannst du mir sagen? Das ist die Wurzel. Die ist wieder da? Ja, hier ist frei. Und im Lüftungsraum tropft es ja schon. So, ich muss jetzt mit Hochdruck spülen. Hier steht ein Auto und hier ist ein Hydrant. Also mag ja sein, dass meine Arbeit nicht so wichtig ist, aber wenn die Feuerwehr braucht, muss sie auch daran. Kalle, ruf die Polizei. Mal gucken, was passiert. Ich habe jetzt keine Lust, die Stoßstange zu zerkratzen. Es war doch ein bisschen knapp dran. Könnte ich schaffen, aber
für die Polizei entscheiden. Ja, wir brauchen auf jeden Fall schon. Jetzt, wo der Abschlepper kommt, kommt der Fahrer des Autos. Das kostet. So, ich habe schon vorbereitet. Jetzt brauche ich nur noch Wasser für den Hydranten. So ist es, wenn man auf dem Hydranten steht. Da kann es schon mal passieren, dass man abgeschleppt wird. Aber noch schlimmer ist, wenn die Feuerwehr darauf will. So, ich habe jetzt Wasser, geht jetzt los. Thank you.
ist der Newman Self-Made Twin Turbo Nozzle. So, jetzt noch mit der Flunder hinterher, damit ich sicher bin, dass alles zur Straße frei ist. Ein bisschen verfettet. Erledigt.